Specht Specht. Auto seltsam Gensi. Die Filmbilder hat der Auto seltsam Gensi selbst in Südamerika in den Anden aufgenommen. Die Spechte, Pikidae, sind eine artenreiche Vogelfamilie aus der Ordnung der Spechtvögel, Piciformes, siehe auch Systematik der Vögel. Die Familie enthält 28 Gattungen und mehr als 200 Arten. Neben den echten Spechten, Unterfamilie Picinae, gehören auch die Unterfamilie Zwergspechte, Picominae, und die artenarme Unterfamilie der Wendehälse, Junginae, dazu. Die Spechte sind gestreckt gebaute Vögel mit starkem, geradem, kantigem Meißelschnabel, der besonders bei den echten Spechten, Picinae, fast so lang wie der Kopf ist. Der Schädel weist spezielle Anpassungen auf, die dazu dienen, Erschütterungen zu dämpfen, beispielsweise eine federnde Verbindung zwischen Schnabel und Hirnschädel. Die dünne, platte und hornige Zunge ist weit vorstreckbar und besitzt kurze Widerhaken am Ende. Die Flügel sind mittellang und etwas abgerundet. Bei den echten Spechten ist der Schwanz keilförmig mit steifen, spitzen Steuerfedern. Er dient als Stütze, wenn sie an Baumstämmen hinaufklettern. Die kurzen Füße besitzen in der Regel paarig gestellte Zehen mit kräftigen Krallen, von denen zwei nach vorn und zwei nach hinten gerichtet sind. Einige Arten, insbesondere Zwergspechte, Picominae, besitzen allerdings nur drei Zehen, zwei nach vorn und eine nach hinten gerichtet. Die Spechte sind beinahe weltweit verbreitet. Sie fehlen aber einerseits in Gebieten, denen Baumbestände fehlen, wie Tundren, Wüsten- und Steppenregionen, andererseits gibt es auch Landmaßen mit Wäldern, denen Spechte fehlen. Dazu zählen Australien, Neuguinea, Neuseeland, Madagaskar sowie die Pazifischen Inseln. Mit über 100 Arten ist die Familie in Süd- und Mittelamerika am reichsten entwickelt. Die Unterfamilie der Zwergspechte kommt nur in den Tropen von Amerika, Afrika und Asien vor. Wendehälse gibt es nur in der alten Welt. Der Buntspecht ist der mit großem Abstand in Mitteleuropa häufigste Specht, dann folgen Schwarzspecht und Grünspecht. Außerdem gibt es bei uns Wendehals, Grauspecht, Mittelspecht, Kleinspecht, Dreizehnspecht, Weißrückenspecht und Blutspecht. Sie leben meist einzeln bzw. paarweise in Wäldern, Baumpflanzungen und Gärten. Sie vereinigen sich nur ausnahmsweise, außerhalb der Brutzeit, zu größeren Gruppen. Die Spechte bewegen sich fast nur kletternd, hüpfen ungeschickt auf dem Boden und fliegen ungern weite Strecken. Eine Besonderheit der Spechte ist, dass sie mit erheblichem Kraftaufwand und erheblicher Ausdauer mit ihrem Schnabel gegen Baumstämme klopfen und dabei das Holz zerspannen, um Futter zu finden, Nisthöhlen zu zimmern, ihr Revier zu markieren oder Geschlechtspartner anzuziehen. Es wurde berichtet, dass der Helmspecht, Dryocopus pileatus, bis zu 12.000 Mal pro Tag seinen Schnabel gegen Holz schlägt, eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu und es erstaunt, dass sein Gehirn durch diese Schläge keinen Schaden nimmt. Ein Specht kann bis zu 20 Schläge pro Sekunde ausführen. Jeder Schlag ist einem Bericht in der Fachzeitschrift Nature vom Oktober 2006 zufolge vergleichbar mit einem Aufprall des Schnabels mit 25 km pro Stunde gegen eine Wand, wobei Abbremsungskräfte von bis zu 1.200 Gramm wirksam werden können, das ist eine mehrere hundertmal größere Krafteinwirkung als Astronauten bei einer Landung aus dem All auszuhalten haben. Nature verwies zugleich auf mehrere wissenschaftliche Publikationen, eckige Klammer auf 2 eckige Klammer zu, in denen erklärt wurde, warum Spechte trotz dieser Belastungen keine Kopfschmerzen bekommen. Zum einen ist das Gehirn der Spechte von besonders wenig Gehirnflüssigkeit umgeben, ihr Gehirn sitzt also relativ starr im Schädel und wird durch die beim Klopfen entstehenden Schockwellen nicht von innen gegen die Schädeldecke geschleudert, wodurch eine Gehirnerschütterung vermieden wird. Ferner ist der Schädel von auffallend starken Muskeln umgeben, die als Stoßdämpfer dienen, wie bei einem Boxer, der einen Schlag herannahen sieht,
werden diese Muskeln kurz vor dem Aufprall gegen das Holz angespannt und absorbieren so einen Großteil der Energie. Außerdem wird die Klopfbewegung extrem geradlinig ausgeführt, gewissermaßen, aus der Schulter heraus. Das heißt, Hals und Kopf bleiben zueinander starr und jede horizontale oder vertikale Drehung des Kopfes wird vermieden, so dass nur geringe Scherkräfte wirken. Schließlich schließt ein Specht eine Millisekunde vor dem Aufprall die Augen und schützt diese so vor umherfliegenden Holzspänen. Die meisten Arten ernähren sich von Insekten, die sie in oder unter der Baumrinde bzw. Borke oder in morschem Holz finden. Dazu klettern sie an den Bäumen aufwärts und suchen nach hohlen Stellen, indem sie mit dem Schnabel die Stämme abklopfen. Einige Arten, etwa der Wendelhals, jüngst Hockwiller, oder auch der Grünspecht, Picus viridis, leben hauptsächlich von Ameisen und deren Puppen, die sie am Boden suchen. Bei manchen Arten, vor allem bei den amerikanischen Saftleckern, Sphyra picus, machen Baumsäfte einen größeren Teil der Nahrung aus, die sie selbst zum Fließen bringen, indem sie mit ihrem Schnabel die Stämme ringeln. Einige Arten fressen auch Früchte und Samen von Pflanzen, Knospen und Pilze und legen selbst Vorratskammern an. Buntspechte drücken Haselnüsse in Baumspalten, um sie dann mit ihrem Schnabel aufzuklopfen, was wiederum andere Vögel, zum Beispiel Elstern, ausnutzen, um nach Vertreibung des Buntspechtes an den Inhalt der Nuss zu kommen. Die Spechte sind Höhlenbrüter. Die Bruthöhlen werden von den echten Spechten, Pikinet, meist in Baumstämmen selbst gezimmert. Sie sind nur mit einigen Spänen ausgekleidet. Die Spechte legen 3 bis 8 weiße Eier, welche von beiden Geschlechtern ausgebrütet werden. Die Nestlinge werden dann sofort mit Futter versorgt. Die Jungvögel bezeichnet man auch als Nesthocker, das heißt, sie bleiben einige Zeit in ihrem Mutterbau. Wenn sie flügge sind, werden sie von den Altvögeln aus der Nesthöhle vertrieben.